Hier fragt eine Person, die Angst hat, Zina zu begehen, ob sie sich anstatt Zina zu begehen lieber zutätowieren kann. Anscheinend ist die Person davon überzeugt, wenn sie zutätowiert ist und so hässlich aussieht durch die Tattoos, dass sie dann sowieso keine haben will. Ich denke mal, so verstehe ich die Frage hier. Aber erstmal, tätowieren ist Haram. Was nützt es, Haram zu begehen, um Haram zu entgehen? Also ich gehe in eine Bank überfallen, damit ich kein Taschendieb sein muss, oder wie? Tätowierung ist Haram. La'anallahu al-washimat wa mustawshimat. Allah hat die Tätowierer verflucht und die, die sich tätowieren lassen. Und Zina weiß sowieso, hoffentlich mittlerweile jeder, dass es Haram ist. Was kann man dagegen tun, wenn man nicht heiraten kann? Man muss erstmal fragen, was ist der Grund für dieses Verlangen? Wir sind alle Menschen, es gibt dieses Verlangen, aber man ist nicht gezwungen dazu, dem Verlangen nachzugeben. Sondern man muss die Wege zur Zina zumachen. Und die Wege sind das Auge, das Hören, das Labern und gerade in der heutigen Zeit. Und in den meisten Fällen ist es so, dass über Social Media heutzutage die Leute am meisten wild gemacht werden. Wenn das der Fall ist, mach deine Kanäle zu. Und es wird schon einen Ausweg geben, zu heiraten. Ich hoffe wirklich, dass wir es hinbekommen, dass wir den Muslimen in Deutschland es einfach ermöglichen, die Heirat leichter zu machen. Das ist echt so traurig. Es ist so traurig, das zu sehen, was hier los ist. So viele Frauen, guck mal, so viele Frauen wollen heiraten, so viele Brüder wollen heiraten. Und andauernd scheitert das an irgendeinem Kram. Sie ist ja nicht, guck mal, für sie, für diese Frau, die jetzt sagt, sie hat Angst, in Zina zu fallen, gibt es wieder was weiß ich für Brüder oder genauso für Brüder, die auch Angst haben, in Zina zu fallen. Aber man muss einfach sich mit anderen Sachen ablenken. Man muss andere Ziele haben. Was ich bemerkt habe, ist, dass viele Leute den ganzen Tag rumsitzen und sich nur Gedanken darüber machen. Und dann spielt der Scheitan mit einem verrückt. Und da kann man sich zum Beispiel andere Ziele setzen. Bestimmte Bücher lesen. Ja? Anstatt im Internet rumzuhängen, bestimmte Bücher lesen, bestimmte Ziele setzen. Ich möchte das und das und der Zeit auswendig lernen. Sobald du ein anderes Ziel hast, hast du so viele Gedanken auch gar nicht mehr im Kopf. Diesbezüglich. يا ذاكر الأصحاب كن متأدباً